So angenehm warm. Warum steigt mir die Hitze in den Kopf? Das kann ich dir erklären. Die Erde erwärmt sich nämlich, denn die Temperatur steigt und damit auch die Jahresdurchschnittstemperatur. Dass die Durchschnittstemperatur auf der Erde sich verändert hat, ist bereits klar. Doch wie misst man überhaupt eine Durchschnittstemperatur? Auf der Erde gibt es ca. 39.000 Wetterstationen, in der neben den Wetterdaten auch die bodennahen Lufttemperaturen gemessen werden. In Deutschland gibt es zum Beispiel ca. 200 Wetterstationen. Diese Station nennt man auch Wetterhütten. Das sind kleine Hütten, die etwa 2 Meter über der Erde stehen. In der Hütte sind einige Messgeräte. Die Temperaturen werden jede Stunde gemessen, also hat man 24 Werte pro Tag. Diese Werte werden zusammengerechnet und durch die Anzahl der eingegangenen Werte geteilt, also in Deutschland ungefähr durch 4800, weil von jeder der ca. 200 Stationen 24 Werte eingegangen sind. Und genau nach dem gleichen Prinzip berechnet man die Monatsdurchschnittstemperatur. Man nimmt also alle Tageswerte zusammen und teilt sie je nachdem, wie viele Tage der Monat hat, zwischen 134.400 und 148.800. Am Ende hat man aus einem Land 12 Werte. Diese rechnet man wieder zusammen und teilt sie durch 12. Und so hat man die Jahresdurchschnittstemperatur aus einem Land. Aus den anderen Ländern sind auch Jahresdurchschnittstemperaturen eingegangen. Diese Temperaturen werden zusammengerechnet und durch die Anzahl der Länder auf der Erde geteilt. Es gibt ungefähr 200 Länder. So entsteht eine Durchschnittstemperatur auf der Erde in einem Jahr. Wenn man diese Temperatur über Jahrzehnte sammelt, fällt auf, dass sich die Temperatur immer weiter erhöht und deshalb ist dir Thermometer zu warm. Diese Grafik zeigt den Temperaturverlauf zwischen 1900 und 2019. Es fällt auf, dass sich die Temperatur ab einer gewissen Zeit immer weiter erhöht. Wie man verhindern kann, dass die Temperatur ansteigt, sieht man in dem nächsten Video Individuelles Verhalten verändern. Tschüss, danke fürs Zuschauen.